Moin Leute, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es einen Aroma-Testbericht und zwar zu den Aromen, die ich in den letzten Tagen, Wochen getestet habe, nämlich genau diese hier von Vagrant. Natürlich erst nach dem Intro. Jawohl, das hier ist der Hersteller. Oh! Ein hässlicher Knick in der Flasche. Egal, ihr könnt es trotzdem lesen. Vagrant sagte mir vorher nichts. Ich wusste nur, okay, das könnte so ein bisschen angelehnt sein an die alten Twisted-Aromen. Und ja, genau so ist es auch. Eins vorweg, wie habe ich getestet? Und zwar nicht im Tröpfler, nicht im Squonker oder sonst irgendwas, sondern Typhoon GT4 sind meine Testgeräte, die ich auch ständig im Alltag benutze und auch noch den einen oder anderen verdammt mehr. Aber hier habe ich nun mal gerade ein paar von, nämlich 5 Stück an der Zahl. Und deswegen werde ich auch bei solchen Tests maximal 5 Aromen testen. Ja, ich würde sagen, es geht direkt los, damit ihr Bescheid wisst, um was es sich hier handelt. Buttermilk Lemon, der Name lässt es vermuten, angelehnt an das Buttermilk Fresh. Dieses zitronige, buttermilchmäßige kommt auch sehr gut durch. Die Anlehnung an das Original ist hier sehr gut gelungen. Viel mehr gibt es da an der Stelle nicht zu sagen. Das ist echt lecker. Ja. Der einzige Unterschied zum Original ist bei diesem hier und auch bei allen anderen, zumindest habe ich so das Empfinden, das Süßungsmittel. Früher war es wahrscheinlich Sucralose, jetzt ist es irgendwas anderes. Deswegen haben alle Aromen, aber das habe ich generell bei allen Aromen, die jetzt so auf den Markt kommen, die man aber von früher irgendwie kennt. Ich habe da den Eindruck, man schmeckt leicht diesen anderen Süßstoff durch. Ist wahrscheinlich alles Gewöhnungssache. Das Dampfen darf natürlich in so einem Video nicht fehlen. Zum Setup der Geräte. Alle Testgeräte sind mit der gleichen Wicklung bestückt und werden mit der gleichen Leistung gefahren. Und zwar ist hier drin, und das ist jetzt mal was Außergewöhnliches, ich habe hier drin von Enigma Coils die Single Supreme. Das ist eine Alien Coil, sehr fein gearbeitet. Ja, ich hatte vorher noch nie Enigma Coils. Eigentlich habe ich in meinen GT4s immer die Francozilla V2 drin von Franktastische Coils. Jetzt habe ich mal die drin. Performt super. Alles easy. So, das zweite im Bunde ist der Fruchtige. Wie der Name schon sagt, angelehnt an was Fruchtiges. Und das ist das Aroma, was meiner Meinung nach am dichtesten an das Original rankommt. Denn es schmeckt tatsächlich genauso wie das was Fruchtiges von Twisted. Dampfen darf nicht fehlen an der Stelle. Ja, es ist ein Fruchtmix aus, ich schätze mal, ein, zwei Beerensorten, Erdbeere, vielleicht ein bisschen Blaubeere, Ananas ist irgendwie mit drin. Und es ist ein wilder Fruchtmix. Nicht zu süß, ziemlich lecker, nicht zu aufdringlich. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Das nächste in der Runde ist das Kansi. Kansi ist ein Aroma, was vielen Menschen bekannt ist. Es ist ein relativ fruchtiges Aroma und zwar ein Mix aus Wassermelone, Erdbeere und Kiwi. Im Vordergrund meiner Meinung nach die Erdbeere. Kennt man natürlich auch noch aus Shortfill-Zeiten, und zwar von 12 Monkeys. Das hier ist recht gut nachgebaut. Das war das von Twisted aber auch schon. Das nächste in der Reihe ist das Kansi. Kansi kennt man von früher. Das ist ein Aromenmix, der relativ beliebt ist, wurde auch von vielen, vielen Herstellern so benutzt. Und zwar ist es eine Erdbeere, eine Wassermelone und eine Kiwi.
Das Ganze ist fruchtig, ohne Kälte, was ich persönlich ganz angenehm finde. Coolada ist okay, wenn es nicht zu dolle drin ist. So, auch das hier hat das, ich weiß nicht, ob das Original von 12 Monkeys ist, aber auf jeden Fall, das war so relativ erfolgreich. Das ist ganz gut nachgebaut, wie auch das von Twisted schon ganz gut nachgebaut war. Von daher finde ich gut. Das nächste ist das Drip It. Drip It soll sein ein Zitronenbonbon mit Puderzucker und Cooling. Und hier ist mein erster Knackpunkt. Ich schmecke die Zitrone eindeutig raus, weil viel mehr ist ja auch nicht drin. Und das Coolada finde ich bei diesem hier einfach ein bisschen zu brutal. Das ist da so, wenn man zwei, dreimal dran zieht, habe ich anschließend immer noch für 4, 5 Atemzüge dieses Cooling im Hals. Und das ist mir einfach ein bisschen too much. Gibt bestimmt viele Leute, die das geil finden. Für mich ist es etwas zu viel Coolada. Ich muss mir das richtig in den Hals quälen. Das ist mir auf jeden Fall too much. Und noch in der Reihe ist das Rocky Mango. Und das ist auch eine Mango mit Cooling. Das ist jetzt kein Geheimnis oder keine Atomphysik, da irgendwie eine Mango rauszuschmecken. Das ist auch eine angenehme Mango. Die ist nicht zu pappig, die ist nicht zu überreif. Das ist jetzt nichts unbedingt, wo ich sagen müsste, ach Gott, ist das authentisch. Will ich aber auch letzten Endes gar nicht haben. Wenn ich eine authentische Mango haben will, dann gehe ich in den Supermarkt und kaufe mir eine. Rocky Mango. Ich finde, ein schönes Mango-Liquid, das nervt nicht rum, das ist nicht zu süß. Die Kühle ist nicht zu überdosiert, von daher finde ich das gut. Eins gibt es noch mehr in der Reihe, und zwar ist das wie heißt es noch gleich? Es steht hier irgendwie rum. Da steht's. Fresh Wave. Das ist Wassermelone mit Cooling. Auch da finde ich das Cooling ein bisschen too much. Und Wassermelone ist ein Aroma, was ich nicht so gerne Single dampfe. Deswegen habe ich das jetzt mit Absicht aus diesem Test rausgelassen, weil ich eh nur 5 Testgeräte habe. Aber der Vollständigkeit halber, damit ihr wisst, es gibt auch noch was mit Wassermelone. Ja, das ist das Fresh Wave. Genau. So, jetzt möchte ich euch gleich noch kurz was zeigen in der Detailanzeige. Und zwar geht es dabei um die Flaschen. Das ist nämlich von meiner Seite aus ein Kritikpunkt zu dem Thema Vagrant. Und das zeige ich euch jetzt gleich in der Detailansicht. Das machen wir aber natürlich wie immer unten auf dem Tisch. Dodele, der Tisch, ja. Was wollte ich euch zu diesen Flaschen zeigen? Das ist hier an dieser Stelle mein einziger Kritikpunkt, die ich habe bei diesen Longfill-Aromen. Und zwar ist das hier dieser Deckel. Der hat hier so einen Nupsi-Verschluss, den kann man aufklappen, wenn man es denn kann. So, da habe ich natürlich schon den ersten Tropfen wieder auf dem Finger. So. Hier habe ich dann diese Öffnung. Das ist ganz hervorragend bei Short-Fill-Flaschen, wo ich nur 2 Nick-Shots reindrücken muss. Da ist das super. Bei Long-Fill-Flaschen, wo ich mit einer Basenflasche hantieren muss, um die zu befüllen, kann ich das in keinster Weise nachvollziehen, warum man diese Dinger hier nimmt. Rausmachen muss man es eh alles komplett. Das lässt sich mit so einem Chubby-Öffner nicht so gut öffnen wie eine normale Chubby-Flasche. Und ich finde gerade hier dieses... Man hat halt noch wieder eine Leckstelle mehr. Das verstehe ich halt nicht, warum man das macht. So ein Verschluss. Ansonsten finde ich die Flaschen eigentlich ziemlich formschön. Mit dem Deckel, dass sie oben gerade ist und so. Ja, ich mag sie eigentlich ganz gerne leiden. Ich mag auch dunkle Flaschen. Nur wenn man dunkle Flaschen benutzt,
dann bitte beim nächsten Mal nicht das Label komplett einmal drumrum kleben, weil so habe ich keine Chance zu sehen, wie hoch ist denn jetzt gerade die Base beim Auffüllen. Und dadurch, dass ich hier nur wirklich ein relativ kleines Loch habe, macht es die Sache halt nicht besser. Wenn man so ein Grobmotoriker ist wie ich, ist es schwierig, das hinzukriegen, ohne eine Sauerei zu veranstalten. Das ist mein einziger Kritikpunkt an diesen Flaschen. Ändert nichts daran, dass das Aroma ziemlich gut ist. Ach so, ich schalte euch jetzt wieder hoch. Achtung, festhalten. Josen! So, mein Fazit zu der Reihe. Ich finde im Prinzip die komplette Reihe ziemlich gut gelungen. Da sind jetzt zwei bei, die nicht unbedingt meinen Geschmack treffen, weil halt zu viel Colada drin ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, da gibt es ziemlich viele Leute, die das mögen werden. Wenn ich das Ganze jetzt ranken müsste, meinen persönlichen Geschmack betreffend, ich finde, der Fruchtige gehört für mich auf Platz 1. Das Rocky Mango kommt für mich auf Platz 2. Dann haben wir das Buttermilk Lemon auf Platz 3. Und das Kansi auf Platz 4. Und dann das Schlusslicht wäre da an dieser Stelle für mich, weil wegen zu viel Colada, das Drippet und das Fresh Wave. Ja, das war's schon wieder an dieser Stelle. Schnelles Video, schnelle Vorstellung. Gut, das ist jetzt aromentechnisch keine Atomphysik, nicht wahr? Durchaus gemacht, gute Linie. Durchaus gut gemachte Linie. Ich würde sie weiterempfehlen. Ja, das war's an der Stelle. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und das werde ich jetzt auch nochmal eben schnell abdrehen. Und da geht's auch wieder um Aromen. Ja. Und dann kommt aber auch erstmal wieder Hardware. So, bis dahin. Gehabt euch wohl. Tschüssinger. Geht schon wieder gut los. Heute gibt es ein Video zu den, das, was ich getestet habe. Auch hier schmeckt man die Einzelkomponenten raus. Muss ich jetzt echt nachgucken? Mann, ich probiere einfach mal. Vielleicht schmecke ich das ja raus. Es ist in allen Verdampfern die gleiche Wicklung drin. Jetzt geht die Tür auf. Ja, alles gut. Ist doch super.